Dings reingemacht. Caps Lock, okay. Ich kann sogar die editieren. Ah, mache ich da einfach mal lilanes Symbol hin. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, das müsste jetzt aber die Schmiede sein, hoffe ich mal. Das ist auch nicht die Schmiede. Ernsthaft? Cromwell ist doch der Schmied. Meine Güte. Oh, wir können ja sogar hier runtergehen. Das ist praktisch schon mal. Kelvin, der Verrückte? Was bist du für einer? Einem Krieger geprüft und besiegelt wurde das Hirn aus dem Kopf herausgeprügelt. Bo, sein Hamster jedoch, hat Verstand. Hm. Ja, schön, dass es jetzt dunkel wird. Bo, sein Hamster jedoch, hat Verstand, in dem noch die Weisheit des Himmels sich spiegelt. Hm, sprecht ihr von mir? Woher wisst ihr das? Hihihi. Okay. Da kannte einer Minsk. Sehr gut sogar. Ah, der Leuchtturm leuchtet. Ja, genau. Darunter geht's. Jawohl, da ist er ja auch endlich. Wir brauchen ein schluckstarkes Zwergenbier. Besitze ich irgendwas, aus dem ihr einen Gegenstand spielen könntet? Hm, kann ich mal nicht genau sagen. Darf ich mal einen Blick auf eure Ausrüstung werfen? Ja, nur ein bisschen herumstoben, dann weiß ich mehr, ja. Hm, was ist das denn? Die Schuppe irgendeiner Bestie, oder? Hm, das ist die Schale eines Ankex, eindeutig. Ein Kollege in Berigos, der hatte mich einst daraus eine wunderschöne Rüstung zu schmieden. Möchtet ihr eine Rüstung in Auftrag geben? Was kostet mich das? Zunächst einmal 5000 Goldmünzen für die Arbeit und kein Heder weniger. Und weil mein Lehrling nicht da ist, kostet es euch auch noch Zeit, einen vollen Tag, den ich brauche, jemanden, der mir in der Schmiede hilft und das Feuer anheizt. Klingt vielversprechend an, die Arbeit. Wir wünschen, bei seinem Auftrag fangen wir besser gleich an. Keine unnötige Zeit vergeuden, nicht wahr? Machen wir uns ans Werk. Ja, 5000 Goldmünzen für eine super gute Rüstung ist schon mal nicht verkehrt. Vor allem für eine super leichte Rüstung. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Nur ich denke, wir sind soweit. Geh sorgsam damit um. Wenn ihr wieder mal was findet, wisst ihr, wo ihr es hinbringen müsst, nicht wahr? Jo. Ja, wir tragen schon irgendwas. Baldurats Helm? Nein. Der Schild kann es aber auch nicht sein. Nein, weil Schild ist... Ah. Ach, minus 6 ist schon mal ein Ticken besser. Wobei wir mal gucken können, wem wir das noch anziehen können. Bei ihm geht's auf 1 hoch. Er kann es nicht tragen wegen Umhang. Das ändert allerdings nichts, weil er trägt einen Prunkharnisch. Bei ihr wäre es minus 6. Und die beiden können es nicht tragen. Ach, sie kann es nicht tragen wegen des Rings, oder wie? Ja, aber das ist halt blöd, weil die Magiezauber deaktiviert sind und bringt auch nur eine Rüstung mehr. Hm.
Wie gesagt, bei Minsk bringt es überhaupt nichts, weil er einen Prunkharnisch trägt. Es würde was bei Yahira bringen. Ja, sogar sehr viel. Und bei mir würde es was bringen. Ich warte. Von daher lassen wir auch gleich den zweiten schmieden. Was würde mich das kosten? Ja. Die 2 Tage können wir uns ruhig leisten. Und ja, dank irgendeinem Baldur's Gate Fix oder dank Unfinished Business, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was es war, dauert es auch wirklich einen ganzen Tag. Also 24 Stunden. Ich brauche einen Schluck starkes Zwergenbier. So, Yahira hat. Ich habe jetzt auch. So. Sehr gut. Orkisches Kochbuch, das haben wir auch immer noch. Und die Gruppe wird müde. Ja, nun gut. Yahira ist verlangsamt? Oh. Ist das Teil so schwer? Das Teil wiegt fast nichts. Habe ich jetzt aus Versehen einen Stab hier raus? Hundertneun, das ist immer noch ein bisschen übertrieben. Da war Yahira mit dem Dunkelkettenhemd. War das überhaupt das Dunkelkettenhemd, was sie anhatte? Ja. Besser dran, weil das hat gar kein Gewicht. Das ist wohl das Problem. Na gut. Ach ja, und so wie das aussieht, sollten wir Yahira mit dem Schild und der Mega-Rüstungsklasse mal an die Front bringen. So. Jetzt wieder nach oben. Mehr Räuber. Was kann ich tun? So der Schnee? Der Schläger ist ein bisschen nah, also wechseln wir den Nahkampf. Okay, und sind sie losgeworden. Und ich mache mir gar nicht mal die Mühe, die zu durchwühlen. Oh, du hast einen Namen. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Freut mich, euch zu sehen. Ja, kann ich irgendwas was für tun? Ich sehe aber zu, dass ich weiterkomme. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. So, und sie geht. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Wir müssen bald ruhen. Bo ist schon hamstermüde.
Ja, Minsk, wir gehen jetzt schlafen. Euer Wunsch ist mein Begehr. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Haben wir ja vor. Wir schleppen erstmal das ganze Zeug ins Abenteuer allerlei, damit wir nicht mehr so viel rumschleppen müssen. Gehen dann schlafen und dann gucken wir, was wir weitermachen. Naja, stimmt. Wir haben jetzt 2 Nächte lang durchgeschmiedet. Das ist dann auch nicht so gesund. Frag keine große Herausforderung. Rival Tauschmann, stets zu Diensten. Jo. Ich wäre am Verkauf interessiert. Der ist identifiziert. Der Schutzumhang kam weg. Die kann weg. Die ist sehr viel wert. Hier drin ist nichts, was weg kann. Die können alle weg. Ich will auf der Seite scrollen. Ja, Monster festhalten, Untote festhalten und Ablenkung können verkauft werden. Schutzformeln behalte ich. Kriegshammer, Plattenpanzer, Schutzamulett, die Abwehrarmbänder, die können verkauft werden. Ankeck, Plattenpanzer, ne, den Herzsucher nicht. Schild der Verlorenen. Nö, der kann weg. Das Ding kann auch weg. Oder ist es ein Kurzschwert? Waffenfähigkeit Kurzschwert. Das sollte ich aufheben. Gut, nächste Seite. Großes Schild plus 2 kann weg. Obwohl, die Drachenhelm. Den sollte ich auch aufheben. Plattenpanzer kann weg, normales Schild. Na doch, das große Schild kann weg. So. Stab der magischen Geschosse. Erstmal noch nicht. Aquamarin kann weg. Koralle. Unsichtbarkeitstrank nicht, aber Verletzungspfeile können weg. Und Edelsteinbeutel können wir leeren. So. Das ist auch leer. Und was haben wir hier noch? Mondstein, die Maske können wir nichts mehr mit anfangen. Der Spitzbubenstein, ja, die schönen Spitzbubensteine. Drachentöter. So, und im Schriftraumbehälter haben wir 11 Säurefall, Blitzstrahl, Magie durchdringen, Zauberschutz durchdringen. Auflösung nicht. Chaos kann aber verkauft werden. Feuerschild und Beherrschung, so. Okay. Ja, hier ist etwas voll noch. Das Zeug können wir aber zum Identifizieren mal weggeben. So, und alles, was wir hier noch an Zeug zu behalten haben. Bogen des Elfenhofes, ETW-4, blablabla. Auch ETW-4, Schaden plus 2. Ist der da eigentlich besser? Der macht Schaden plus 2. Wir haben ja noch. Wir haben noch sehr viel zum Identifizieren. Ah, und sie ist überladen jetzt. Nee.
Übertrittspapier. Vier Kacks Herausforderung, die kannst du zum Beispiel auch noch weg. Der Kanalisationsschlüssel eben nicht. Das sind Schleuderkugeln. Das Ding kann jetzt weg. Der Thorn. Gehen wir es ruhig mal in Minsk. Das da rein. Oh, da hätten wir sogar noch Platz gehabt. Feuerpfeil zu Yoshimoto. Das ist ein Einhänder oder Zweihänder? Ist ein Langschwert.